Hallo, ich bin's wieder, Andrea von der Buchstabenbande. Ich habe euch heute was ganz Tolles mitgebracht. Wir basteln heute eine Wichteltür. So könnte auch die Tür von Wilma Walnuss Baumhotel aussehen, unserem neuen Buch aus der Vorlesenreihe. Wir brauchen dafür 6 bis 7 Holzplättchen, Material aus dem Wald, zum Beispiel Tannenzapfen, Moos und so weiter. Ein paar dünne Äste, Basteldraht, Acrylfarbe, Kleber, Pinsel und eine Schere. Als erstes malt ihr 6 oder 7, je nachdem wie viel ihr genommen habt, Holzplättchen in eurer Lieblingsfarbe an und lasst sie trocknen. Dann legt ihr die angemalten Holzplättchen nebeneinander und verbindet sie, indem ihr 2 durchgebrochene Holzplättchen längs darüber klebt. Wenn der Kleber getrocknet ist, dreht ihr eure Wichteltür um und klebt aus Ästen eine Türzarge ringsherum. Türzargen sind die Balken quasi an der Tür. Jetzt dekoriert ihr eure Tür noch nach Belieben. Zum Beispiel mit Tannenzapfenteilen, ein wenig Moos, Filzblüten oder einem kleinen Fenster in der Mitte. Ihr könnt euch eine Vorlage nehmen. Ich habe, wie ihr wisst, Wilma Walnuss Eingangstür genommen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbasteln und hoffe, wir sehen uns bald wieder auf der Buchstabenbande.com. Ich freue mich auf euch.